Und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute startet meine Geburtstagswoche. Ja, ich bin so ein Mensch, der feiert Geburtstagswochen. Nein, eigentlich nicht, aber ich mag es eigentlich immer so, mir die Woche an meinem Geburtstag so einzurichten, dass ich irgendwie coole Sachen unternehme. Und deswegen dachte ich, ich nehme euch mit, weil irgendwie wäre das ganz cool festzuhalten, was ich alles so mache. Ich habe mich jetzt geschminkt, wie ihr sehen könnt. Wir haben übrigens Ferien. Also, es ist jetzt Montag, 9.27 Uhr und die Christina kommt jetzt gleich zu mir und wir werden einen Fotovormittag machen. Ganz viele Fotos machen für den Winter und ja. Ich habe mich gleich gerade verbrannt an meinem Lockenstab. Habe mir noch schnell Locken gemacht, die haben wirklich jetzt 2 Minuten gedauert. Also, die gehen richtig schnell. Ich muss noch ein paar Haare nachmachen, weil es ist jetzt nicht ganz so geworden, wie ich mir das gedacht habe. Aber ich muss mich jetzt etwas beeilen, weil muss mir noch die Nägel machen und mein Zimmer aufräumen. Aber ich wollte mit euch meinen Adventkalender öffnen, weil irgendwie finde ich das irgendwie voll cool, wenn das Leute machen. Auf jeden Fall habe ich einmal so einen Adventkalender von der Anna bekommen, also eine Freundin von mir. Und zwar einen Sephora Adventkalender. Heute ist der 16. Oh, das ist eine Nagelfeile. Oh, wie süß. Cute. Und ich habe noch einen anderen, und zwar diesen hier. All I Want for Christmas steht da. Den habe ich von meiner Mama bekommen, auch richtig, richtig süß. Und zwar ist das so eine Hypoallergenic Make-up für empfindliche Haut. Und hier ist die Nummer 16. Und vor allem, was das Coole daran ist, bis jetzt haben sie immer genau meine Farben getroffen. Ich kann euch ja dann mal zeigen, was ich alles so drinnen hatte. Aber das ist hier ein Lip Liner und der ist richtig mega. Ich gehe mir jetzt meine Nägel lackieren und dann melde ich mich dann wieder. Ich habe jetzt alles aufgebaut, habe jetzt mir was angezogen, ein Outfit, das erste. Und habe jetzt hier die Leuchtboxen aufgebaut und warte jetzt auf die Christina. Wir wollten ein paar weihnachtliche Fotos machen. Ich weiß nicht, wieso ich dann dieses Outfit gewählt habe. Ich habe auf jeden Fall noch weihnachtliche Outfits hier. Dann habe ich eine Weihnachtsdecke. Mal schauen, was wir damit alles machen können. Ach, der Tag ist schon vorbei quasi. Ich war jetzt noch ein paar Weihnachtsgeschenke kaufen und ich habe mir neue Batschen gekauft. Und zwar Rentierbatschen. Weil meine alten sind jetzt nicht mehr so schön und deswegen habe ich mir jetzt neue geholt und ja. ich war bei der Nachhilfe, bin jetzt wieder daheim, werde jetzt baden gehen. Morgen fahrt der Jakob und ich zur Therme Erding, weil ich habe das ihm zum Geburtstag geschenkt und das lösen wir morgen ein. Ja, ich freue mich schon mega drauf. Das ist übrigens so ein Fake Cuff, Ear Cuff. Der ist richtig, richtig cool. Den habe ich von Müller und der tut auch gar nicht weh. Also richtig nice. Ja, jetzt auf jeden Fall baden. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ich bin gerade dabei, die Weihnachtsgeschenke einzupacken. Und zwar habe ich mit meiner Familie gewichtelt und ich habe meine Schwester gezogen. Ich habe ihr ein Sportset von Oceans Apart gekauft, weil sie gerade sich im Fitnessstudio angemeldet hat. Was ich jetzt auch gerade anhabe, ich glaube ja, das sieht in der Kamera rot aus, aber es ist orange. Thank you.
heute nur gedacht, ich könnte mir was dazu schreiben. Hallo! Heute ist der 19. Dezember, morgen ist mein Geburtstag und heute habe ich eine kleine Geburtstagsparty oder sagen wir so, ich feiere einfach rein mit ein paar Freunden und ich war gerade duschen, meine Haare waschen und jetzt gehe ich mit einer Freundin, mit der Anni, bald einkaufen, weil wir müssen Sachen, also Lebensmittel einkaufen für heute am Abend und so ein paar Deko-Sachen und ja. Gestern war ich übrigens auch mit Freundinnen was essen und Geburtstagsfeiern. Gewichtelt haben wir auch. Ich habe einfach eine Backmischung bekommen. So cool. Deswegen schaue ich einfach mal, ob ich damit gut backen kann. Und bin schon richtig aufgeregt. Ich muss mich jetzt langsam umziehen, weil ich bin immer noch in meinem Pyjama. Ich war gerade noch schnell bei meiner Schwester. Sie hat mir auch ein paar Sachen für heute Abend gegeben. Ich kann es irgendwie gar nicht glauben, dass ich schon 21 Jahre bin. Oder werde. In einem Tag. Mein Zimmer habe ich auch schon aufgeräumt. Hier hinten die ganzen Weihnachtssachen. Da finde ich jetzt leider keinen besseren Platz. Ich habe gestern von meinen Freundinnen eine riesige Schmuckschatulle. I don't know. Ihr wisst, was ich meine. Aber die ist richtig cool. Das geht jetzt etwas blöd zum Aufmachen. Mit einer Hand. Okay, ich stelle ich mal auf. Die ist richtig perfekt. Hier kann man den ganzen Hängeschmuck reintun. Ich habe schon etwas eingeräumt, aber wirklich überhaupt nicht viel. Also meine ganzen Sachen sind noch verstreut, aber ich wollte die unbedingt mal meine Ringe einordnen. Ich finde das so cool. Ich bin richtig happy. Ich mache sowieso ein What I Got for My Birthday und deswegen werdet ihr die ganzen Geschenke dann sehen. Ich bin jetzt wieder zu Hause und meine Mutter hat den ganzen Tisch schon anders hergestellt. Also wir haben den Tisch jetzt so hergestellt, weil da haben mehr Leute Platz. Es kommen ungefähr 12 Leute zu mir. Und ich habe jetzt solche Let's Party Luftballone gekauft und noch ein paar Weihnachtsgeschenke und ganz viel Essenssachen, weil ich mache so kleine Brote und Tramezzini. Genau. Und ja. Weißwein. Diese Backmischung habe ich übrigens gestern von meinem Wichtel bekommen und das werde ich dann auch noch machen. Es geht einmal die normale Variante und einmal die vegane Zubereitung. Ich glaube, ich mache die vegane Variante. Mal schauen, wie das so wird. Das ist jetzt mal mein vorübergehendes Make-up. Keine Ahnung, ob ich da noch irgendwas ändere. Ich habe hier auch so eine Spange reingegeben. Aber muss ich auch schauen. Irgendwas werde ich auf jeden Fall noch ändern. Es ist erst 3 Uhr und um 8 Uhr kommen alle. Also das wird sich noch ändern. Okay, Leute. Und jetzt geht's an die Dinkel-Schoko-Muffins. Ich bin gespannt. Ich werde das jetzt machen. Und hoffentlich wird es dieses Mal was. Aber ich bin guter Dinge. Ich glaube, das wird auf jeden Fall was. Man braucht Butter, 100 Gramm. Vor allem diese Butter hat 500 Gramm. I know that. I know that. Ich mache übrigens vegane, das habe ich euch ja eh schon erzählt. Das wieder warm machen. Einmal die Butter, das Wasser und die Backmischung. Und auf 175 Grad. Ich zeige euch dann die fertigen Muffins. Das sieht ja schon mal richtig gut aus. Und jetzt müssen sie für 15 Minuten da drinnen bleiben. Uhu. Die sehen richtig gut aus. Ich glaube, die sind mir geglückt. Ich habe jetzt auch noch so Tramezzini-Brötchen gemacht. Hier einmal und hier einmal und da mache ich dann noch so Baguette-Brötchen, aber das wartet noch. Und ich werde jetzt, ja, der Tisch ist auch schon mehr dekoriert, aber das mache ich jetzt gleich. Ich bin eh viel zu früh dran mit allem. Ich habe mich jetzt angezogen und zwar habe ich das Kleid an von meinem Silvester-Haul, Try-on-Haul von ASOS und ich finde das Kleid richtig, richtig schön. Es ist
einfach perfekt. Irgendwie ist es richtig bequem. Und der Tisch ist soweit gedeckt. Es kommen ein paar Freundinnen etwas früher, weil die normalerweise in Wien wohnen. Und wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Und deswegen haben wir gedacht, wir treffen uns einfach davor, damit wir reden können. Und wir essen dann auch zusammen. Eine Kleinigkeit. Ich habe das komplett vergessen und deswegen werde ich jetzt dann noch Nudeln machen. Ich habe überall so Namenskärtchen gemacht. Keine Ahnung, ob das jetzt wie ein Kindergeburtstag wirkt, aber irgendwie finde ich das süß, weil da treffen ja ein paar Freundesgruppen aufeinander und ich dachte mir, wenn ich das im Vorhinein plane, wer mit wem zusammensitzt, dann könnte das ganz gut werden. Ja, dann habe ich eben das Essen schon bereit gemacht. Es ist jetzt 5 Uhr, das heißt, ich habe eigentlich noch 3 Stunden Zeit und ich bin eigentlich schon fertig. Vielleicht ziehe ich mich nochmal um. Aber ich werde jetzt die Kamera aufladen. Mein Handy wird gerade aufgeladen. Da habe ich nämlich gar keinen Akku mehr. Dann muss ich eine Playlist erstellen. Und ja, ich freue mich schon. Ja. Ja, ich habe jetzt nur ein schwarzes an. Na, weil du warst krank. Da steht oben. Ist es von euch drei? Chili. Das ist der Kamera-Akku. Ja. Was? Woher wisst ihr das? Dankeschön. Heute ist mein Geburtstag und ich war gerade bei meiner Schwester frühstücken. Sie hat mich aus dem Bett raus angerufen, aber es war richtig, richtig schön. Ich habe auch schon gleich die Geschenke bekommen, aber ich zeige euch dann alles, was ich bekommen habe bei einem Watergut for my birthday. Deswegen zeige ich euch das jetzt nicht. Und ich öffne jetzt mal den Adventkalender und schau mir, was da so drinnen ist. Und hier, oh, dieser Kajalstift war zuerst im 18. drinnen. Der ist leider rübergerutscht. Und, ein Lippenstift. Nice. Ich habe mich jetzt geschminkt und zwar habe ich mich heute für ein rosanes Make-up entschieden, wie ihr sehen könnt. Das habe ich so noch nie gemacht. Irgendwie finde ich das richtig cool. Und ein Lipgloss habe ich verwendet. Das habe ich auch schon, glaube ich, sicher seit 10 Jahren nicht mehr verwendet. Und zwar, der war im Adventkalender drinnen. Der ist richtig cool eigentlich. Ja. Und ich habe mir so ein Clip-Ding in meine Haare gemacht. Die habe ich vom H&M. Finde ich richtig cool. Und der Jakob hat gerade das ganze Haus sauber gemacht. Und von der Party gestern noch alles weggeräumt und ich war duschen, habe mich hergerichtet und jetzt werde ich mein Zimmer etwas aufräumen und am Nachmittag kommt meine Familie. Jakob und ich waren jetzt schnell noch einkaufen. Ein paar letzte Weihnachtsgeschenke haben wir jetzt besorgt und jetzt kommt meine Familie zu mir. Deswegen fahren wir jetzt heim, ich gehe mich dann schnell umziehen und dann feiern wir noch mit meiner Familie. Heute ist es übrigens mega windig, wie man sehen kann. Ja, und das Wetter ist auch nicht so berauschend. Aber da wir eh nur innen sind, passt das eigentlich eh hin. Nobody ever knows, nobody ever sees, I left my soul.